Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial, was an mein Fraps Tutorial anschließt. Und zwar zeige ich euch jetzt, wie ihr mit dem Freeware Tool Format Factory eure zuvor aufgezeichneten Let's Plays in ein Format umwandeln könnt, in HD-Qualität, so dass man es in guter Qualität bei YouTube gucken kann. So, zunächst mal haben wir hier das Hauptfenster recht übersichtlich eingestellt. Standardmäßig nach dem ersten Start steht das auf Englisch, aber hier unter Sprache könnt ihr das natürlich dann auch auf Deutsch umstellen. Und ja, dann wollen wir mal anfangen. Also, dann habt ihr hier den Reiter Video. Hier seht ihr zunächst erstmal in der Übersicht die Formate oder die Dateitypen, die es halt gibt. Wenn ihr mal da drauf klickt, erklärt sich das halt fast von selber. Da geht ein zusätzliches Fenster auf. Da seht ihr hier zum Beispiel alle zu mobile, also für mobile Geräte zu konvertieren. Viele Anbieter sind schon vorgegeben. Da stehen einige Handy-Formate drin. Muss man nicht zwingend benutzen, wenn man weiß, welche Auflösung euer Handy, iPhone oder wie auch immer halt abspielt, könnt ihr das auch so einstellen, das zeige ich euch gleich. Aber hier habt ihr halt dann schon mal eine nützliche Einstellung. Hier stehen dann noch die spezifischen Werte, wie das Video gemacht wird. Und na gut, für Mobile-Sachen wollte ich das jetzt nicht machen, aber ich zeige euch dann jetzt, wie ihr das halt für YouTube machen könnt. So, dann schließen wir das mal wieder und dann gehen wir mal hier. Ich benutze meistens das AVI-Format. So, da klicke ich dann eben mal drauf. Jetzt klickt ihr dann einfach auf Zieldatei einstellen, also wie die Datei werden soll. Und wenn ihr dann hier diesen Reiter öffnet, dann seht ihr halt hier schon jede Menge Formate. Und natürlich die verschiedenen Codecs, die ihr dann auch installieren müsst. Hätten wir hier einmal das X-Bit-Codec, auch bekannte Qualität, sehr weit verbreitet. Natürlich das MPEG-4-Format. Dann hier diese AVC-Geschichten. Das ist dieser H264-Codec, auch sehr gute Qualität und auch kleine Dateigrößen. Und dieses Tool hier geht halt bis zu einer HD-Auflösung von 720p, also sprich 1280x720. Reicht auch eigentlich völlig aus, gibt auch eine gute Qualität. Ihr könnt das aber auch hier manuell umstellen, dass ihr das in Full HD machen könnt, das zeige ich euch gleich. Mit einer Auflösung von 1920x1080. Wie gesagt, ihr sucht euch dann hier aus, in diesem Fall nehme ich dann hier mal diesen H264 Codec. Das ist hier halt diese AVC Geschichte. Da klicke ich jetzt hier mal drauf. So, damit habe ich das hier eingestellt. Da steht es auch, AVC H264. Eben die Auflösung, die Bitrate. Und ja, das wäre es dann. Dann können wir hier mit OK bestätigen. So, dann geht ihr natürlich hier auf Datei hinzufügen. Das wäre dann die, in dem Fall die Datei, die halt aufgezeichnet hat. Ich nehme dafür mal das Testvideo, was ich kurz gemacht habe aus dem Spiel Rage. Dazu klickt ihr auf Datei zufügen, geht natürlich dann in den Ordner und da haben wir es auch schon. Wie ihr hier seht, klicke ich da mal drauf, dann einfach öffnen, dann steht das schon hier drin. Es hat jetzt eine Größe von 259,38 MB. Videogröße ist jetzt in dem Fall 1360x768, was mein Bildschirm jetzt unterstützt. Bei euch könnte da natürlich was anderes stehen. Aber okay, das war Zielverzeichnis, ist bei mir das hier. Das lasse ich auch mal so. Dann klickt ihr auf OK und dann war es das eigentlich schon. So, und danach braucht ihr eigentlich hier nur noch auf Starten zu drücken. So, und dann fängt er das an zu kodieren. Ich werde das Video dann hier mal abkürzen und euch dann gleich den Unterschied zeigen. So, jetzt habe ich das einfach mal abgekürzt. Ihr seht, er ist hier fertig. Also sobald er fertig ist, bekommt ihr auch einen kleinen Signalton. Und dann gehen wir mal gerade in unseren Ordner. Da sind wir auch schon. So, hier seht ihr jetzt die Datei. Ursprünglich war die halt 259 MB groß, wie ihr hier sehen könnt.
Und hier steht es schon bei HD 1280x720. Wenn ich da jetzt auf Eigenschaften klicke, hat es runterkomprimiert auf 2,73, natürlich schon ein erheblich kleiner dieses Video, also wenn eure Videos dementsprechend lang sind. Und die Qualität ist halt auch sehr gut. Das könnt ihr sehen, wenn ihr euch schon mal Let's Plays anguckt, dann brauche ich jetzt hier nicht den Player zu öffnen, aber so könnt ihr das dann auch quasi hochladen. Vorher noch umbenennen, wie ihr möchtet, aber damit ihr mal wisst, dass das auch sehr gut funktioniert. So, da schließe ich das mal wieder. Jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, das auch in Full HD zu machen. Das geht halt auch ganz einfach. Dazu klicken wir mal wieder drauf. Geht ihr hier wieder auf Zieldatei einstellen. Und ihr könnt dann hier unter Videogröße reinklicken. Da geht hier ein Reiter auf. Da stehen dann nochmal die Größen drin, die das Programm jetzt halt vorgibt. Da könnt ihr aber dann reinklicken und tippt dann einfach eure 1920 mal 1080. Und wenn ihr das dann so mit OK bestätigt, dann macht ihr euch das halt auch in dieser Auflösung. Hier könnt ihr gegebenenfalls die Bitrate noch was erhöhen, aber da wird auch halt das Video größer. Im Grunde genommen ist das eigentlich eine sehr schöne Sache und vor allem auch recht einfach, auch für Anfänger. Es gibt noch ein anderes Tool, das nennt sich Virtual Dub, damit könnt ihr das auch machen. Es ist etwas komplizierter, aber das hier ist doch so für den Einstieg schon eine ganz tolle Sache eigentlich. Auch sehr einfach und erklärt sich von selber, sage ich mal. So, lassen wir das mal halt so. Bestätigen wir mit OK. Ja, und ihr habt nicht nur die Möglichkeit, halt auch Videos hier zu kodieren, sondern das geht auch mit allen anderen Sachen. Zum Beispiel mit Audiodateien von zu oder auch mit Bilddateien, die ihr von zu machen wollt, in sämtliche Formate. Einfach hier reinziehen, Zieldatei einstellen und naja, darüber hinaus könnt ihr hier auch Dateien mehrere, wenn ihr mehrere Stücke habt zum Beispiel, dann könnt ihr auch hier über Dateien verbinden, alle eure Videos mit einmal markieren. So, das kann ich vielleicht, kann ich auch noch mal kurz zeigen. Und zwar, hier ist schon die Zieldatei eingestellt. Dann geht ihr hier auf Datei hinzufügen. In dem Fall sind das bei mir nur zwei. Wenn ihr dann natürlich jetzt mehr drin habt, desto länger euer Let's Play wird, könnt ihr die halt beide direkt markieren und dann öffnen. Und dann legt ihr die hintereinander hier ab. Natürlich ist das eine schon kodiert, aber nur damit ihr euch das bildlich mal anschauen könnt. Und wenn ihr dann hier auf OK klickt, dann trägt der dann, steht dann auch hier, wie viele Files ihr da habt. Hier steht dann Video verbinden. Das dürft ihr nicht missverstehen. Der verbindet die nicht nur, sondern wenn ihr jetzt auf Start klickt, dann kodiert der die nacheinander zu eurem gewünschten Zielformat und fügt die danach zusammen. Dann habt ihr ein Video, was ihr nachher hochladen könnt. Also eine ganz nette Sache und auch recht einfach, auch für Anfänger. So, ich denke, dass das ja eigentlich recht selbsterklärend ist. Ihr könnt natürlich auch dann mal unter Optionen schauen für die Neugierigen von euch. Da könnt ihr zu diesen einzelnen Geschichten, hier stehen noch die Filter drin und welche Sachen benutzt werden. Das ist was für Leute, sage ich, die etwas versierter sind, was diese ganzen Geschichten angeht. Da braucht ihr eigentlich nichts umzustellen. Also Standard ist das schon, sind schon recht gute Einstellungen. Ich denke, wenn man davon nicht so viel Ahnung hat, kann man damit eher die Qualität verschlechtern als verbessern. Also das ist nur mal so am Rande. Hier kann man noch spezifische Einstellungen machen. Ja, so viel erstmal zur Format Factory. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal kurz mit Virtual Dub. Es ist etwas komplizierter. Die Ergebnisse sind auch gut. Und ja, machen wir das mal. So, das hier wäre jetzt zum Beispiel das Programm Virtual Dub. Sieht erstmal ganz schlicht aus. Ich habe jetzt die englische Version. Gibt es auch eigentlich nur in Englisch zum Runterladen. Also Virtual Dub speziell. Da gibt es aber meiner Meinung nach, glaube ich, noch eine deutsche Sprachdatei. Die habe ich jetzt hier nicht installiert. Aber naja, erstmal soweit. Also das ist das Fenster. In diesem Fall sucht ihr, wie gesagt, euer aufgezeichnetes Video. Da klickt ihr hier auf File und dann auf Open Video File. Dann sucht ihr natürlich den Ordner, wo ihr eure Sachen
abgespeichert habt, nehme ich mal wieder die Originalgröße und öffne das, dann sieht das Ganze so aus. Ist natürlich jetzt recht groß, weil ich das Fenster recht klein habe und das ja meiner Bildschirmauflösung entspricht. Und naja, hier unten habt ihr dann auf jeden Fall auch eine Timeline. Hier könnt ihr dann auch Videos schneiden. Dazu gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es geht sich jetzt erstmal nur ums Codieren. Später mache ich nochmal ein Tutorial, wie ihr Videos auch schneiden könnt. Das funktioniert über diese beiden Anker. Aber nun erstmal zu der Videokodierung. Gut, jetzt habt ihr euer Grundvideo hier. Dann klickt ihr hier auf Video. Dann hier Full Processing Mode müsste angeklickt sein. Hier auf Kompression, dann geht ein kleines Fenster auf und dann könnt ihr hier quasi eure Codecs wählen. Je nachdem, wie ihr die installiert habt. Links zu den Codecs und auch zur Virtual DAB werde ich in der Beschreibung dieses Videos hinzufügen. Ich nehme auch hier entweder den X-Vid/MPEG-4 Codec oder diesen H264. Da klicke ich jetzt einmal drauf und auf OK. Damit haben wir das schon eingestellt. Dann könnt ihr hier noch unter Audio gehen. Ihr seht jetzt, hier ist der Reiter Kompression aus, weil hier Direct Stream Copy steht. Aber ihr könnt ja auch, also auch die Sounddatei auch verkleinern. Dann geht ihr hier einfach auch auf Full Processing Mode, klickt da drauf, dann wieder auf Audio, dann seht ihr, könnt ihr den Reiter Kompression hier anklicken, dann geht ebenfalls ein Fenster auf. Da könnt ihr MPEG Layer 3 nehmen oder halt Lame MP3. Ich nehme meistens Lame MP3, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch dazu werde ich den Link in der Beschreibung dieses Videos posten. Da klickt ihr halt drauf, sucht euch hier die entsprechende Qualität raus. Also desto weniger gute Qualität ihr nehmt, desto kleiner wird natürlich nachher im Anschluss auch das Video. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Standardeinstellung. Ich nehme einfach mal hier oben das höchste, klicke ich einfach mal an und dann klicke ich halt auf OK. So, jetzt könnt ihr natürlich euch das Video angucken und ihr habt natürlich hier noch die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen. Und oder wenn ihr sehr dunkle Spiele habt, habt ihr die Möglichkeit, hier noch einige Filter anzusetzen. Das geht natürlich bei Format Factory nicht, dafür ist es aber auch, sage ich mal, für Einsteiger besser geeignet. Aber ich kann euch das trotzdem mal zeigen. Da könnt ihr hier wieder halt auf Video gehen und wie gesagt auf Kompression. Und zum einen könnt ihr hier die Qualität regeln und natürlich dann auch hier drüber kommen wieder die bekannten Einstellungen. Nur für Fachleute, wie gesagt. Ich denke, da müsst ihr auch nichts dran ändern. Und ansonsten komme ich jetzt mal zu den Filmen. So, dazu klickt ihr auch wieder hier oben den Reiter Video und dann hier auf Filter. So, da jetzt zum Beispiel kommt es drauf an, da müsst ihr auf jeden Fall rein, weil ihr müsst ja jetzt noch einstellen, in welcher Auflösung ihr euer Video gerne haben möchtet. Das macht Format Factory durch diese Vorgaben und das könnt ihr halt hier machen, indem ihr hier die Filter hinzufügt. Da müsst ihr quasi hier drauf klicken, da klickt ihr auf Add, dann geht hier eine ganze Liste mit Filtern auf. Da sucht ihr euch den Filter Resize raus, klickt auf OK, dann geht hier ein Fenster auf und ihr seht, da werden jetzt meine Daten von meinem Bildschirm angegeben. So, ich möchte natürlich dann auch in HD 720p oder Full HD 1920 mal 1080 haben. Ich gebe jetzt einfach mal hier ein, wie eben 1720. Das könnt ihr also hier getrost eintippen. So, da sieht das Ganze so aus. Er passt das dann hier an oder ihr klickt halt hier drauf und könnt es so machen. Ach Quatsch, jetzt habe ich mich dann auch noch vertan. Entschuldigung bitte, weil ich bin schon ganz durcheinander. So, ich bitte also vielmals um Entschuldigung. Ich hatte mich dann hier halt eben auch vertan. Die lauter Zahlen, also nichts für ungut. Also ihr tragt dann hier einfach ein die absoluten Pixels, die ihr haben wollt. In dem Fall die HD Ready Auflösung 1280 x 720 und Aspect Ratio könnt ihr auf Disabled stellen, habe ich auch so. Hier unten gibt es halt dann halt auch wieder Spezialeinstellungen, die braucht ihr halt nicht. Hier könnt ihr, wenn ihr
auf Show Preview geht, könnt ihr euch hier noch ein Fenster anzeigen lassen. Dann geht hier so ein Fenster auf, da könnt ihr dann halt sehen, wie das dann halt aussieht in der Vorschau. Kann man jetzt nicht wirklich viel erkennen, aber damit ihr mal ein Gefühl habt, wie es später auf eurem PC wenigstens im Player aussieht. Und naja, das war's dann. Das Ganze bestätigt ihr dann eben noch mit OK. Hier steht halt, wie eure Auflösung halt ist und hier, wie sie halt sein soll. So, jetzt habt ihr noch Möglichkeiten, wenn ihr so ein dunkles Spiel habt oder je nachdem, wenn die Spiele, naja, wenn es euch halt nicht gefällt, habt ihr noch die Möglichkeit, andere Filter zu benutzen. Da gibt es dann halt zum Beispiel Helligkeit und Kontrast. Wie gesagt, ihr müsst die immer wieder neu hinzufügen. Dann geht hier auch wieder ein Fenster auf. Da könnt ihr dann halt den Kontrast eben, dann ich mach's mal etwas, drehe es jetzt einfach mal ein bisschen brutal hoch, so, und habt hier immer den Button mit Show Preview, so. Jetzt sieht das Ganze natürlich so aus, das ist natürlich gar nichts, aber nur mal zum Vergleich, also hier habt ihr noch Möglichkeiten, euer Video euren Bedürfnissen anzupassen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu dunkel oder nicht kontrastreich, da gibt es halt mehrere Filter. Ich möchte jetzt hier nicht auf jeden einzelnen eingehen, jeder hat so seinen eigenen Zweck. Die könnt ihr dann halt eben auch googeln, wenn ihr die englische Version habt. Aber wie gesagt, mir sind die Einstellungen im Gegensatz zur Format Factory eben umfangreicher, aber eben ist es etwas komplizierter zu bedienen. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Dann werden wir die ganze Sache jetzt schließen. So, und jetzt braucht ihr das ja quasi dann nur noch abzuspeichern. Dafür klickt ihr hier auf File. Und dann klickt ihr hier auf Save as AVI. Da klickt ihr dann eben einmal drauf. Da sucht ihr euch halt einen Speicherort aus. Ich suche direkt den Testvideo-Ordner von mir aus. So. Und so, jetzt lasse ich das einfach mal so. Fügt dann hier hinten noch kurz an. VD, damit ich das unterscheiden kann, dass das mit Virtual DAB gemacht ist, und dann geht ihr einfach auf Speichern. So, jetzt geht hier so ein kleines Fenster auf und da seht ihr, dass der hier schon anfängt. Das kürze ich in dem Fall jetzt auch mal kurz ab. So, und dann ist er auch damit halt fertig. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Ich gehe mal in unseren Testordner. So, jetzt habt ihr ja natürlich hier die eine Datei, also das ist die Grunddatei. Nochmal zum Vergleich, die war eben 260 MB knapp groß. Dann haben wir das Ganze hier mit Format Factory gemacht. Da ist es nach dem Konvertieren halt 2,73 MB groß. Und jetzt haben wir natürlich dieselbe Auflösung genommen bei Format Factory, auch bei Virtual DAB, 1280x720. Und ihr seht schon, auch diese Datei variiert etwas in der Größe. Obwohl es dieselbe Auflösung ist, ist die etwas größer geworden. Ob das qualitativ besser ist, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und natürlich, wenn man das auf große Megabyte-Zahlen runterrechnet, geben sich da schon ein paar, je nachdem, ein paar 100 Megabyte, die das Video dann kleiner sein dürfte mit Format Factory. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ihr seht, Virtual DAB ist auch nett, hat mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt noch Filter verwenden im direkten Vergleich zur Format Factory. Dennoch das Handling etwas komplizierter. Wer sich etwas mehr mit der Materie auskennt oder etwas sich damit beschäftigt, denke ich, hat mit Virtual DAB mehr Möglichkeiten, den Videos seinen Vorstellungen anzupassen. Grundsätzlich funktioniert beides sehr gut. So, das eben mal dazu. So, das war jetzt das Tutorial Anschluss an Fraps. Ich werde später nochmal ein Tutorial machen, wie ihr eure Videos auch dann eventuell zurechtschneiden könnt. Auch mit Virtual DAB. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, wenn man es mal gemacht hat. Aber naja, ich hoffe, ich konnte euch im Bereich Let's Plays, wie ihr zumindest einfache Let's Plays aufnehmen könnt und in einer gewissen HD-Qualität dann auch auf YouTube hochladen könnt. Hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.